Hallo, willkommen bei einem neuen Interview hier auf meinem Kanal und du kannst dich gerne mal vorstellen. Ja, hi, ich bin Katrin, momentan auch Katrin Talk. Und ja, ich bin heute Gast. Genau, wir wollen ja heute über dein Handicap sprechen, beziehungsweise welche Erkrankung hast du denn? Ich habe mehrere, aber die, die mich am meisten beschäftigen, sind die Borderline-Persönlichkeitsstörung und eine mittel bis schwere Depression. Kannst du über Borderline uns etwas erzählen und danach vielleicht noch etwas über deine Depression, die du hast? Also Borderline, erstmal die Erkrankung macht aus, dass du zum Beispiel ein Schwarz-Weiß-Denken hast. Also es bedeutet, du siehst zum Beispiel eine Person im einen Moment echt, also positiv, du denkst, ja, das ist dein Freund und dann hat die irgendwas gemacht und danach hast du die, also übertrieben gesagt, die magst du denn nicht mehr, obwohl die Person gar nichts falsch gemacht hat, sondern weil du es nicht gelernt hast, also zwischenmenschlichen Beziehungen, dass das auch okay ist, dass ein Mensch so sein darf. Es zeichnet sich auch aus durch das Gefühl der inneren Leere oder Langeweile, also chronisch sozusagen, dass dir irgendwie immer ein Sinn fehlt im Leben. Denn halt, du kannst zum Beispiel auch Alkoholiker sein oder drogenabhängig, essgestört, du kannst auch suizidal sein oder dich selbst verletzen und sowas. Sowas gehört auch zu den Symptomen dazu. Also zum Beispiel kann ein Alkoholiker auch Borderliner sein. Das Hauptproblem ist gar nicht der Alkohol, sondern die Psyche, also das Borderline. Wie entwickelt sich eigentlich Borderline die Persönlichkeit oder wie kann man Borderline bekommen? Ist das vererbbar oder was ist denn dafür die Hauptursache? Also generell kann man sagen, dass bei den Genen einem immer eine bestimmte Veranlagung mitgegeben wird. Das ist aber auch bei Talenten so. Nur weil jemand psychisch krank ist, zum Beispiel hat die Mutter Depression, heißt es nicht, dass das Kind auch Depression hat oder halt Borderline. Bei mir ist allerdings der Fall, meine Mutter hat Borderline, meine Cousine hat Borderline und ich vermute auch noch jemand aus der Familie. Also das ist schon irgendwie, die sind alle irgendwie ein bisschen psychisch angeschlagen tatsächlich. Borderline entsteht dadurch, dass du in der Kindheit zum Beispiel zu wenig Liebe oder Zuwendung bekommen hast, dass du, ja, dass deine Eltern im Prinzip, ich sag jetzt mal, nicht die Vorbilder waren, sondern eher dich am Arm verhungern lassen haben, was Liebe angeht und das, was ein Kind braucht. Ein Kind braucht also nicht nur Essen, Schlafen und ja, hast du gut gemacht, sondern viel, viel mehr. Also die Bedürfnisse eines Kindes wurden nicht ordentlich wahrgenommen und dadurch hat sich unter anderem Borderline entwickelt. Aber auch ganz häufig kommt es vor, dass die Menschen Misshandlung oder sexuelle Übergriffe erlebt haben. Ja, habe ich auch schon mal so gehört. Sind nur Frauen vom Borderline betroffen oder auch Männer? Es sind häufiger Frauen als Männer betroffen, aber grundsätzlich beide Geschlechter. Woran bemerkst du denn oder wo hast du denn damals dran gemerkt, du mit deiner Familie vielleicht, dass du Borderline hast? Also mit 14 Jahren fing das an, dass ich in der Schule gemobbt worden bin und da fing das so an, dass ich Depressionen bekommen habe. Aber damals hat schon eine Psychologin festgestellt, dass ich eine Anpassungsstörung, so nennt sich das, habe. Borderline kann man immer erst mit 18 Jahren diagnostizieren, weil man dann sagt, dass die Persönlichkeit so weit ausgereift ist, dass sie sich nicht mehr so stark verändert. Weil gerade in der Jugend ist das so, dass heute willst du das und morgen willst du das. Ich habe grundsätzlich gemerkt, dass, also per Zufall, ich war in der Klinik stationär und habe vorher schon gesagt, dadurch, dass ich auch ein Jahr im therapeutischen Wohnraum, also in einer therapeutischen Einrichtung gelebt habe, dass ich mich bei den Borderlinern, die da waren, wiedererkannt habe. Unter anderem wegen impulsivem Verhalten, dass ich sage jetzt mal, Wutausbrüche hatte, ich habe niemanden verletzt oder so, aber ich wurde halt wütend ohne Grund, ich habe geweint ohne Grund, also Stimmungsschwankungen hoch 10, wie so eine Schwangere, sage ich jetzt mal, so stellst du es mir vor. Dass du nicht weißt, warum du sauer bist und da hängst da und machst vielleicht irgendwen an deinen Freunden oder wen du gerade vor dir hast, aber es hat gar nichts mit demjenigen zu tun. Man weiß als Borderliner gar nicht so richtig, was man fühlt, also ich habe das gemerkt. In meiner Therapie, die letzte, die ich hatte, die hat mir sehr geholfen, die ging über 1,5 Jahre. Es war ein Intensivprogramm von der Uniklinik in Lübeck. Und das war erstmalig das Modell so, dass du zum einen Einzeltherapie einmal die Woche hast und zweimal die Woche, einmal die Woche noch Gruppentherapie und immer auch so Lernblätter mitbekommen hast und so. Und dadurch habe ich halt gelernt,
wie ich auf andere wirke. Zum Beispiel, dass ich habe ganz oft Probleme mal in meiner Schulzeit schon gehabt, dass ich irgendwie angeeckt habe, dass die anderen mich nicht so verstanden haben, was ich sag mal, wollte. Dass ich zum Beispiel mich vor die Klassentür gestellt habe, weil der Lehrer noch nicht da war. Aber ich habe trotzdem immer alle begrüßt und mal Hallo gesagt. Aber die Leute haben sich nicht für mich interessiert. Und ich habe mich dann immer gefragt, ja, was mache ich denn falsch? Was ist an mir so schlimm, dass die Leute mich nicht mögen? Und irgendwann fing das halt auch an, dass ich richtig ausgegrenzt wurde. Und heute weiß ich, ich habe den Leuten einfach signalisiert, dass ich Desinteresse habe. So nach dem Motto, vielleicht, ich halte mich für was Besseres, ich will mit euch gar nichts zu tun haben. Was aber eigentlich in mir drin war, das war, ich habe Angst, bitte sprecht mich an. Ja, das kenne ich auch von mir selber aus, als ich selbst von meiner Seite aus nicht gerne so auf Leute zugehe, sondern eher warte, bis die Leute auf mich zukommen. Wie sieht denn bei Borderline denn die Therapiemaßnahmen aus? Was ist da möglich? Was kann man da machen? Also generell muss man sagen, bei Erwachsenen ist es schwierig, einen Therapieplatz zu finden, weil die extrem voll belegt sind. Also ich habe halt schon Therapie gemacht, seitdem ich 14 bin, also knapp 8 Jahre Therapieerfahrung selbst. Es gibt da drei Hauptpunkte in generell an Therapiemöglichkeiten. Das ist die Tiefenpsychologie, die Verhaltenstherapie und das andere, ach oh Gott, weiß ich jetzt gerade nicht. Tut mir leid. Ja, Bei kein Ding. Borderline machst du hauptsächlich, also was ich hatte, Verhaltenstherapie, sprich schematherapeutisch. Ein Schema ist eine Verhaltensweise, die du hast und die willst du sozusagen, Tiefenpsychologie, hatte ich das vorhin schon? Glaubt nicht. Das wäre sonst die dritte Sache. Auf jeden Fall, du hast als Borderliner immer die Möglichkeit, generell überall ambulant versorgt zu werden. Es gibt in jedem Krankenhaus, meine ich, also zumindest ist es in Lübeck so, dass wir hier Kliniken haben, da sind Anlaufstellen bei der Psychiatrie, da hast du ein Anrecht drauf, einmal im Monat einen Therapeuten zu sehen. Solange du eine Überweisung vom Hausarzt hast. So, das war so mein Anfang, hier in Lübeck zumindest. Und du kannst immer, egal was für eine Erkrankung du hast, dich Notfall einweisen lassen, sprich, dass du sagst, ich bin suizidal, ich glaube, ich pack das nicht mehr, dann bitte sperrt, also ich sag jetzt mal, sperrt mich ein, damit ich mir einfach nichts antue. So, aber ansonsten gibt es ambulant, also das bedeutet Therapeuten, wo du selber einmal die Woche hingehst. So wie beim Hausarzt sozusagen, eine Praxis. Und da rufst du halt an und lass dich auf eine Warteliste setzen. Das Ding ist aber, gerade bei Borderline, es gibt zu wenig Therapeuten deutschlandweit, dass zu wenige Plätze da sind und zu wenige Therapeuten. Das heißt, es werden immer irgendwelche Leute unterversorgt. Dann hat ein Therapeut meinetwegen 30 Plätze frei. Aber 150 Leute sind auf der Warteliste. Also kannst du Ja, dir vorstellen, was für ein Andrang da ist. das ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, wenn einfach die nicht genügend Plätze habe oder weil so wenige Leute, sag ich mal, den Job ausüben wolle oder können. Hast du sonst noch irgendwas für das Thema Borderline-Disperson zu sagen? Also man muss, genau, nochmal zur Therapie zurück, man muss ungefähr 1 Jahr bis 1,5 Jahre auf diesen Therapieplatz warten, wenn du normal beim ambulanten Therapeuten hingehst. So, man hat auch ein bestimmtes Stundenkontingent, was man aufbrauchen kann, zum Beispiel 40 Stunden im Jahr. Und wenn das aufgebraucht ist, muss man einen neuen Antrag stellen, damit du wieder in Behandlung gehen darfst. Ansonsten ist es, also was das Schwierige am Borderline ist, generell, also ich war auch beim Borderline-Trialog zum Beispiel hier in Lübeck, ich kenne viele Borderliner selber. Die Leute sind unterschiedlich. Mein Bild vom Borderliner war damals, das sind Leute, die sich selbst verletzen, die total aggro sind und weiß ich nicht, also so total ein Mensch, mit dem du eigentlich nichts zu tun haben willst, weil sie so aggressiv wirken und so, lass mich in Ruhe. Aber das war, also seitdem ich selber sozusagen Borderliner bin oder weiß, dass ich die Diagnose habe, habe ich gemerkt, was für Vorurteile ich hatte und wie wenig ich darüber überhaupt weiß. Weil ein Borderliner, also nicht jeder Borderliner verletzt sich selbst und nicht jeder, der sich selbst verletzt, ist deswegen gleich Borderliner. Das sind zwei verschiedene Dinge. Genau, sehe ich ganz genauso. Habe auch schon einige Freunde mal gehört, jeder, der sich selbst verletzen tut, ist Borderline. Und da muss ich auf jeden Fall klarstellen, ist auch wie man, wenn man sich selbst verletzen sollte, hat man nicht gleich Borderline, hat damit überhaupt nichts zu tun, weil er muss nicht direkt Borderline haben, wenn man sich selber verletzen tut. Können da genauso gut tausend andere Probleme sein. Und nur weil mir jetzt Probleme, oder nur weil mir jetzt, sag ich mal,
von einem Mann oder so misshandelt wurde, ist, hat man nicht gleich Borderline. Hat, weil Spiele sehr, sehr viele Faktoren mit zu, besonders im Kindesalter. Und so sehe ich das Ganze. Ja, genau. Was auch noch wichtig ist, was jetzt, wo ich mich, jetzt wo du gerade davon redest, ist, dass Borderliner Probleme haben, sich selbst zu spüren, sprich körperlich zum Beispiel, aber auch zu spüren, was sie fühlen, also was für Gefühle. Kein Mensch nimmt ja normalerweise wahr, okay, ich fühle jetzt Trauer, Glück, Liebe, Hass, Ekel oder weiß ich was. Ein Borderliner, der muss das größtenteils lernen. Das heißt nicht, dass ein Borderliner keine Gefühle hat oder das nicht versteht. Aber sondern dass es so ein Zwischending gibt. Für mich gab es früher eigentlich nur Trauer, Wut, Glück und Liebe und vielleicht Ekel oder Hass. Aber dass es dazwischen was gibt, das wusste ich gar nicht, weil ich mich nie mit mir selbst so weit beschäftigt habe, weil ich nie mit mir so im Einklang gewesen bin. Ja. Ansonsten, was ich noch sagen kann, ist, Borderline ist eine schwierige Erkrankung, aber man kann es schaffen. Und das Ding ist generell immer bei Therapie ist, der einzigste Feind, den du hast, das ist man selbst. Weil du bist derjenige, der darüber bestimmt, lasse ich mich von der Krankheit besiegen oder besiege ich die Krankheit. Und ich habe einige Sachen schon, ich sage jetzt mal, besiegt, wie zum Beispiel eine Angststörung. Und beim Borderline ist es halt so, durch meine Therapie mittlerweile, man hat nicht gleich immer den richtigen Therapeuten. Ja, das, nur weil man beim einen Therapeuten war, dann war ein totaler Arsch, heißt es das nicht, dass alle so sind. Das ist, da muss man einfach ausprobieren. Dafür hat man auch so 3 Vorstunden, um den Therapeuten kennenzulernen. Das ist auch ganz wichtig. Ich überlege gerade. Ja, mir fällt gerade nichts weiter ein. Ja, kein Ding. Falls ihr noch Fragen zum Borderline haben solltet, könnt ihr dies gerne in die Kommentare stellen. Sie hat dann selber einen YouTube-Kanal. Ihr YouTube-Kanal werde ich mal hier unten für euch mal verlinken. Könnt ihr, wie gesagt, gerne mal vorbeischauen. Und falls ihr selber mal Bock haben solltet, mit mir ein Interview aufzunehmen, könnt ihr euch sehr gerne in die Kommentare äußern. Hey, ich will mit dir gerne mal ein Interview machen. Ich habe dies und den Handicap. Könnt ihr gerne bei mir melden, dann komme ich auf euch dann wieder zurück. Du kannst dich gerne noch verabschieden. Ja klar, es hat mir echt Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Es war ein echt großer Zufall so. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und abonniert ihn. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Like da und haut rein.